Freunde, willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute werden wir was richtig Nices machen. Und zwar werden wir heute neue Produkte öffnen. Von Kampfstile, den neuen Set. Ich bin sehr gespannt, was wir ziehen werden, denn heute haben wir beide ETBs und noch vieles mehr. In Rot und in Blau. Und die Frage ist nun, welches Wulauso ist besser? Das Unlicht oder das Wasser? Ich glaube, ich habe genau die falschen angehoben, aber ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, Produkte habe ich bekommen von den Buddies. Schaut da gerne in die Videobeschreibung bei den Boys vorbei, falls sie noch welche haben. Ich hoffe, die haben noch welche, wie gesagt, durch die wunderbare Situation, die wir jetzt gerade haben, sind Pokémon-Karten rarer geworden als Kryptowährung gefühlt und das will keiner. Boah. Ich liebe den Geruch tatsächlich von neuen Pokémon-Produkten. Ne? Es ist so ein schönes Gimmick einfach dabei. Was haben wir Schönes in der Box? Wir haben Würfel. Nice. Dann haben wir die ETB-Folien mit dem Wasser-Wulauso. Sieht ganz nice aus, ebenfalls. Also, was das ist? Das ist alles super nice hier, Alter. Hier ist ein nicer Code für euch. Und wir haben natürlich auch noch mega coole Booster. Ob die so nice sind, das werden wir gleich sehen. Wir haben 8 Stück an der Zahl. Wie gesagt, sind keine, sind keine Special-ETBs. Bei Special-ETBs wie bei Hidden Fates und Shining Fates hast du 10 Booster. Bei den Normal hast du immer 8. Das sind so einzelne Karten erklärt worden. Ist ganz cool. Kann man sich mal reinziehen. Ich glaube, am Ende sollte auch noch eine Liste sein von den Karten aus dem Set. Hier haben wir die Wulausus zum Beispiel, wovon wir den schon gezogen haben und den schon gezogen haben. Die beiden fehlen tatsächlich noch und meine absoluten Wants aus diesem Set kennt ihr. Das Ding. Das möchte ich haben. Das ist super cool. Cricketot. Wir kennen ihn alle, wir lieben ihn. Also, Surprise, der ist heftig, der ist heftig. Dann hier haben wir noch die alternativen Artworks von Wulauso. Die finde ich jetzt nicht so cool, aber würde ich mich auch sehr freuen. Wir haben hier noch ein Despota, was mega geil ist. Das ist mega cool. Also das alternative Artwork ist geil. Wisst ihr warum? Schauen wir rein. Erstes Booster aus den ETBs von Kampfstile. Oder wie die Leute aus dem Trailer auch sagen, Kampfstile. Ich weiß nicht. Wer von euch hat den Trailer gesehen von Kampfstile? Kampfstile. Super unterhaltsam. Also der Boy, der das eingesprochen hat. Ah, der hat sich da vielleicht ein bisschen versprochen. Schauen wir rein. Wir haben ein Krebutak. Schwertold, Schildrich. Da haben wir einen Servol mit Fatalität, nicht zu vergessen. Mankey, fokussierter Angriff. Gladiantri. Ich musste gerade mal gucken, ob meine Fingernägel gemacht sind. Also gemacht in dem Sinne von sauber gemacht. Shinox. Xiao. Linfu. Und Uhuhu! Wulauso! Der lausige Hund! Als V-Karte am Start. Was auch witzig war, ne? Ich habe letztens in meinem letzten Video gesagt, dass wir eine GX gezogen haben, obwohl das eine V-Karte war. Und jeder hat's gememt! Jeder hat's gememt! Warum werde ich so ausgelacht dafür? Darf ich mich nicht mal versprechen? Das ist echt böse. Aber hey, geile Karte. Heftige Karte. Was haben wir hier unten denn? Gar nicht nice. Was ist mit der Wulauso-Karte los? Qualität ist mal wieder nicht so on fire, ne? Also wenn wir das so sehen, Karte Pack Fresh. Hat das schon so einen kleinen Ink. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4 ist die Devise. So. Wir haben 0 Lichtenergie. Wir haben eine Energieaufbereitung. Ein Golbat. Cesurio. Onyx. Knofenser. Panthimos. Salanga. Linfu. Bruno Reverse. Der ist ganz nett, der Junge. Ne? Der Bruno. Der weiß, worauf es ankommt. Und Luxtra. Holy, ist das ein geiles Artwork. Yo, der ist schön. Der ist sehr, sehr schön. Also bisher 2 Hits aus 2 Booster. Schönes Pokémon aus der Generation 4. Eines meiner Favorite Pokémon aus der Generation 4. Elektroschritt und Narbenschläge. Let's go. Schauen wir mal rein. Wir haben Goink. Wir haben die Spotrolle. Spotrolle, Spotrolle. Antonia. Odin Fullart. Antonia und Fullart, Alter. Ich sag's euch, die wäre saftig. Praktibalk. Gladiantri, Lepumentas, Ziaugon, der sieht aber auch geil aus. Holy moly, das ist ein nice Artwork auch wieder mit den Farben. Ich mag das Grün. Ich mag das Grün richtig. Nächstes Booster. Onyx am Schlafen. Code. Beiseite. Ich habe auch überlegt, mal wieder einen Sleeplock zu machen. Also falls ihr Bock habt, einen Sleeplock zu sehen hier auf meinem Kanal, wo wir ein Spiel von vorne bis zum Ende durchspielen. Ne, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ihr machen müsst. Abonnieren, nichts verpassen und eventuell die anderen Videos gucken, wo ich einen Sleeplock gemacht habe. Ich habe richtig Bock auf Sleeplock. Entweder Rot und Blau oder
wir machen gelb oder blattgrün Randomizer. Schreibt es da gerne mal auch in die Kommentare rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Denn, yo, bringt ja nichts, wenn ich was mache, was mir gefällt. Es muss auch halt auch euch gefallen. Wir haben Grammoklis und wir haben Trapfel da als V dahinter. Let's go, Boys. Alter, das ist der nächste Hit. 4 Hits bisher aus den Boxen. Das schmeckt. Okay, ja, ja, ihr verarscht mich jetzt hier alle im Chat, ey. Jetzt verarscht ihr mich hier alle im Chat. Let's go. Next one, next one, next one. Wir machen uns again, okay? Okay, come on. Despota. Despota? Schauen wir mal. Ah, irgendwas ist es, irgendwas ist es. Ich sehe es schon. Irgendwas glänzt die Levelwahl. Krebskorps. Blackmon. Praktibug. Ziau. Electek. Monte. Und Necrozma. Again. Haben wir auch schon mal gezogen. Wisst ihr, wir haben noch nicht so viele Openings zu diesem Set gemacht, aber gefühlt habe ich jede Karte schon mal gesehen. Und das Centering hier ist auch wieder miserabel. Was ist mit diesen Karten los, ey? Die sind echt nicht gut gedruckt. Aber auch wieder nur auf der Frontseite. Auch das Centering, guckt euch das mal an, den Unterschied hier von oben nach unten. Also, wenn es wirklich so sein sollte, dass Pokémon jetzt durch Kurzarbeit und durch Neuarbeit und Leute fangen wieder an und mit sonst was, dass die Karten jetzt alle irgendwie so ein bisschen shitty sind, ja, dann gute Nacht, ey, da mein gutes Grading zu. Okay, ich beschwere mich gar nicht, Pokémon. Okay. Okay, Chatterino. Wir haben, wie es aussieht, einen guten Hit am Start. Einen guten, guten Hit am Start. Es könnte eine Full Art sein. Es könnte aber halt auch, wie ich es eher glaube, eine Rainbow sein. Es könnte meine erste Rainbow-Kampfstile sein. Okay. Wir jetten rein. Hunduster. Salanga. Sensect. Siao. Antonia Fullert schreibt hier jemand rein. Antonia. Jawohl! Da ist sie! Mega gut, ey. Eine der besseren auf jeden Fall. Eine der besseren auf jeden Fall. Alter, wie hast du das gecallt im Chat, ey? Wie ist das denn möglich? Mega geil. Mega geil. Ich hab's euch gesagt, das ist die Waifu, die ich ziehen möchte. Wenn ich eine Waifu ziehen möchte, dann Antonia. Oh, oh Baby. Oh Baby, ist das nice. Da ist die. Da ist die gute. Darauf erstmal ein Level-Up-Drink. Das ist doch gigantisch, oder? Wundervolle Karte. Wundervolle Karte. Okay, wie sieht die aus? Left to right Centering. Ein bisschen dünner hier als dort. Oben, unten. Ich glaube, hier ein klein wenig dünner als dort. Also Off-Center auf beiden Seiten. Corners sehen sehr gut aus, also bei den Corners sehe ich gar nichts, also kein weißer Dot oder sowas, das ist sehr, sehr stabil. Silvering oder sowas habe ich jetzt auch nicht großartig gesehen, kannst du bei einer Rainbow auch wirklich kaum. Weil die halt schon überall so sparkelt, das ist wirklich gut. Erste Deutsche auf Card Market, fast für 40 Euro, perfekt, Alter, danke Christoph. Also da merkt ihr schon, das ist ein big, big Hit. Und einfach vom Artwork her, Antonia war so eine coole Top 4. Also ich kann ja auch das Wort G-A, nee. Sehr geil, ich weiß nicht mal, wie man Geile schreibt. Es ist einfach ein hübsches Mädchen. Hübsche Frau. Es ist eine Frau, es ist kein Mädchen, es ist eine Frau. Antonia ist eine Frau. Da brauchen wir uns, ne? Die hat Top 4. Die hat bestimmt ihren Abschluss gemacht und alles, die ist alt. Also zunächst haben wir jetzt erstmal diesen Koffer hier. Der wunderbare Kampfstile-Koffer mit Wulause und Wulause drauf. Aber, das finde ich viel geiler. Guckt euch dieses Artwork mal an. Despota Empoleon. Dann haben wir noch Luxra und dann haben wir noch Flambirex drauf. Das ist ein schönes Artwork. Das feiere ich sehr. Und wir haben dort drinne. Okay, das ist ein bisschen sehr weird. Ach du Heidi, guckt euch mal die Coins an, ey. Wie die leuchten. Das ist crazy. 2 Promokarten haben wir drin. Das ist sehr cool. Also Foils tatsächlich mit Shinox und Floink. Ich finde Floink definitiv geiler, weil es auch dynamischer ist mit seiner weiterwickelten Form. Dann haben wir... Oh Gott, wir haben einen Welten-im-Wandel-Booster da drinne. 2x Kampfstile. Farbenschock. Und aufziehende Sturmröte. Hä? Hier ist eindeutig Sonne-Mond-Base-Set. Sonne-Mond-Base-Set. Farbenschock, Schwert- und Schild-Base-Set. Und 2x Kampfstile drauf zu sehen, oder? Ich bin doch nicht dumm. Und jetzt habe ich hier Welten im Wandel. Also ich möchte mich nicht beschweren so, ne? So, es ist auf jeden Fall besser. Aber, hä? Was macht Pokémon denn schon wieder falsch mit ihrem Produkt? Die haben einen falschen Reprint, ist in jedem Koffer so. Aber das ist doch mega dämlich. Das Produkt ist doch erst vor kurzem rausgekommen. Also ich beschwere mich nicht über Welten im Wandel, aber das ist trotzdem sehr cool. Wir haben die coolen Coins.
Die leuchten sehr krass und sind auch riesig im Vergleich zu den alten Coins, die nur die Hälfte ungefähr waren. Wulauso und Wulauso. Das ist sehr stabil. Auf zu einer Sturmröte. Rainbow Gyarados. Haben wir Bock drauf. Dementsprechend jagen wir hier durch. Nebulak. Hunduster. Sterndu. Miniras. Alter, was ist das für ein Schnabel von diesem Staraledi? Der ist insane. Mamurtel haben wir hier noch. Stile, weil die anderen Packs sind halt wirklich gut. Ey. Welten im Wandel und Farbenschock. Das sind wirklich insane Packs. Schauen wir mal. Wir haben Habitak. Wir haben Imantis. Wir haben Galapantimos. Pupanze. Linfu. Kerada. Razaf haben wir hier, der ein paar Steine zermatscht. Ganz cool. Strepoli und die Urne wieder. Urne. Rainbow Pikachu. Geile Karte, lieben wir alle. Aber ebenfalls auch Amazing Rares hier drin zu ziehen. Von daher, hot, hot, hot. Dedenne. Felino. Janma. Schwalbini. Keine Amazing Rare, nur ein Stalobor. Aber ein Holomagjörner. Das ist cool. Holomagjörner ist nice. Okay, wir fangen weiter mit Welten im Wandel und wir ziehen das Rainbow Glurak. Fehlt mir immer noch aus dem Set zu ziehen, habe ich in der Fanpost ja bekommen, aber das zählt nicht. Ah, 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 das zählt auf keinen Fall. Flegnoll. Picolente. Flauschling. Alola Slimer. Endsentschluss. Sehr coole Trainerkarte. Leider nur ein Val Riser hier am Start. Aquana, Teamruf. Ich habe noch ein ganzes Display von der Edition. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das noch öffnen möchte oder ob ich das aufbewahren möchte. Also das schauen wir mal. So, wir haben hier das letzte Booster-Kampf-Stile. Wir haben ein Thermopod, Mankey, Gladiantri, Sensect, Shinox, Senlong, Legios haben wir hier. Zweites Booster. Ob ich Displays empfehlen kann, google am besten mal und dann kannst du gucken, welche Sets du am liebsten vervollständigst oder welche du sammeln möchtest. Shinox. Maritilite ist eine Reverse Holo. Und wir haben ein Entei gezogen. Der ist super geil. Holy shit, das Artwork kenne ich gar nicht. Der ist echt nice. Der ist wirklich cool. Lass uns den mal angucken, ey. Spicy. Das ist mit einer der schönsten Entei Artworks, die ich seit langem gesehen habe. Also ich finde ihn mega cool, ey. Okay, letztes Booster hier in diesem Blister. Ich habe gesagt, ich mache noch dieses Blister auf, danach ist Feierabend. Hier muss was drin sein. Let's go. Kramux. Tragosso. Purmel. Krebskorps. Charmian. Urgel, 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 Urgel! Der EP-Teiler in Gold! Yo! Nochmal eine Gold-Secret Rare zum Abschluss. Ich glaube, das ist... G zu dem G. Das ist wirklich stabil. Es gibt neue Boxen auf dem TCG-Markt. Und zwar diese hier. Die wunderbaren Turtok VMAX-Boxen. Aber nicht nur diese, sondern auch die Bisa-Floor-Variante davon. Zwei neue Boxen, zwei neue VMAX-Karten von den Startern aus der Kanto-Region, die alle lieben. Aber ob diese Boxen sich wirklich so lohnen, schauen wir uns jetzt an. Gucken wir mal rein. Weil das ist wirklich das Wichtigste bei diesen Boxen für mich. Ich finde die Promokarte gigantisch. Also Turtok und Bisa-Floor sich in Pro, also in VMAX zu gönnen, ist in Japan halt nur im Starterdeck möglich. Und wir haben halt jetzt die Möglichkeit, die in so einer Box zu bekommen. Das ist halt wirklich cool. Hier haben wir die Promokarte. Dann haben wir eine XXL-Karte. Also das heißt, diese Karte bloß in normal in riesig, riesig, riesig. Ich bin ehrlich, ich finde Turtok ist ein cooles Pokémon. Aber die VMAX-Version ist halt einfach, ja, keine Ahnung, irgendwie so eine Festung aus One Piece gefühlt, ey. Die tausend Kanonen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mit dabei haben wir aber sehr schöne Sleeves von Turtok. Das ist ein geileres Artwork. Also das Artwork feiere ich viel, viel mehr als dieses hier persönlich. Und wir haben vier Booster in dieser Box mit Kampfstile. Kampfstile. Flamme der Finsternis. Sehr cooles Signature, weil Glurak VMAX ist hier drin zu ziehen. Also passend zu Turtok und Bisa-Floor. Und Ultra Prisma. Ist jetzt ein nicht so schwaches Set sammlerisch, also von daher auch ziemlich cool. Ziemlich cool. Wir gucken uns erstmal die Karte an, und zwar die Turtok-Karte, wenn ich sie hier hochkriege. Centering, left to right, sieht hier ein bisschen dicker aus als dort oben unten. Können wir auf der Rückseite, glaube ich, gut sehen. Wir haben hier einen kleinen Tiny Dot da. Ich wollte die gar nicht graden lassen, weil ich habe ja meinen Glurak VMAX gegradet. Dachte ich mir so, yo, alle drei nebeneinander sehen doch bestimmt richtig sick aus. Aber Problem an der Sache ist halt einfach, dass die gerade nicht so im besten Zustand ist. Aber gut, wir fangen an mit Turtok.
mit Kampfstile und ziehen jetzt hier hoffentlich mein Hundemon Despota oder was es noch für Chase-Karten gibt raus. Wie gesagt, ich würde mich selber Hundemon Shiny freuen. Ich habe lange, lange, lange keine goldene Shiny-Karte mehr gezogen. Luxra ist eine Holo-Karte in Reverse, sehr cool. Mimikma! Ein sehr cooles Pokémon. Kennen wir, kennen wir. Machen wir weiter mit Ultra Prisma. Haben wir gerade schon einige Booster davon geöffnet im Livestream, falls ihr dabei wart. Ne? Habt ihr es gesehen? Falls nicht, leider nicht. Wir haben versucht, die Goldkarte zu ziehen. Wir haben eine Goldkarte gezogen. Aber ob wir jetzt hier ebenfalls eine Goldkarte ziehen, sieht nicht so aus. Maskierter Typ, Dankeschön für den Fünfer. Endlich bekommen Totoro Bisoflor auch Liebe, nicht nur Glurak. Ja, es ist halt wirklich so, ne? Glurak bekommt halt viel zu viel Liebe. Und Totoro und Bisoflor sind halt mindestens genauso gut. Aber ich würde mir halt einfach Liebe für auch andere Starter wünschen. Gut, dass wir jetzt ein japanisches Set bekommen, wo Logok mit mehreren Karten drin ist. Flambirex haben wir hier auch. Auch ein Starter der fünften Generation. Finde ich jetzt nicht ultra cool, Flambirex. Aber das Artwork ist ganz nice. Also ich finde, es ist cool, Elo. Das Holo ist halt einfach nicht so nice. Stellt euch das Artwork mit dem alten Galaxy Foil vor. Wir öffnen die Bisoflor Box. Im Prinzip genau das gleiche wie die Turtok Box. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Der Patient ist in meiner Hand. Ich sleeve dich. Flup. Die sieht besser aus. Dabei die Foil. Und ebenfalls 4 Booster. Wie gesagt, die Bisoflor Karte. Wie gesagt, wir heben sie mal ganz kurz auf. So kann man Karten am besten aufheben. Centering Left to Right sieht hier auf jeden Fall sehr, sehr viel besser aus. Sehr, sehr viel besser. Vielleicht hier ein ganz klein dicker als dort. Als beim Turtok. Aber das Artwork. Ich finde, Bisoflor sieht vom Artwork her mit am geilsten aus von den VMAX-Pokémon. Also im Gegensatz Turtok, Glurak und dem. Sehr, sehr underrated. Sehr, sehr underrated. Das ist eine schöne Full Art. Und von den Sleeves finde ich Turtok besser. Ich finde die Turtok-Sleeves geiler. Aber es ist meine personal Meinung. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Aber gut, wir haben hier Klonklett, Molunk, Krebskorps, Fleckmon nicht vergessen, Praktibalk. Oh, ist das eine VMAX? Ein Kramor in der VMAX-Version. Hey, den haben wir noch nicht gezogen. Sehr stark. Der ist mega. Sieht ganz schick aus. Ich dachte, wir haben hier noch was, aber das ist der Code, der dahinter scheint. Der Kramor in VMAX. Yo. Central and Left to Right sieht sehr cool aus. Aber wie gesagt, das Artwork ist halt sehr, sehr statisch. Ist halt nicht so dynamisch, dass er irgendwie einen angreift wie bei dieser Karte hier. Ich weiß nicht, da finde ich Bisoflor cooler. Immer habe ich was zu nörgeln. Also bisher muss ich sagen, dafür, dass 4 Booster drin sind, gibt es ein paar Sachen, die ich gut finde und ein paar Sachen, die ich schlecht finde. Schlecht, definitiv, dass wir super viel Plastik bei dieser Box haben. Wir haben echt viel Plastik und Müll. Also wir haben Pappe, wir haben 2 Hüllen von Plastik, wir haben die Booster drin und ja, das geht halt einfach gar nicht für 4 Booster halt alleine, ne? Wenn du überlegst, so eine Tinbox, die ist ja halt kleiner und kompakter, sind auch 4 Booster drin und eine Promokarte. Aber hey, je größer das Produkt, desto eindrucksvoller das Produkt und desto eher kaufen ist tatsächlich dann halt auch Leute im Laden. Ist ja alles so. Die Boosterboxen sehen schon schön aus. Das muss man Pokémon lassen. Was denn sagen kann, die Booster-Auswahl finde ich sehr gut. 2x Kampfstil ist ganz nice. Anstatt Ultra Prisma hätte man hier vielleicht auch Farmstock reinpacken können. Wäre eine Idee gewesen. Dann wären alle Packs in der Rotation auch gewesen. Aber mit Flamme der Finsternis auch ein Set, was sehr gut zum Thema passt von den Boxen. Also von daher auch mit den Sleeves. Die Sleeves sind sehr, sehr cool. Da haben sie auch einen sehr guten Job gemacht. Victini! Nochmal eine VT am Start. Und ich glaube, es ist eine Rare, genau. Eine Reverse Rare Humanoid. Also sehr, sehr stark. Victini ist cool. Unser Doppelpiece, Tanzverbot Boy. Coole Karte. Wir schauen mal hier rein. Im letzten Ultra Prisma Pack. Was haben wir hier drin? Come on. Goldkarte. Wow! I wasn't expecting that, Alter. Ich dachte, wir gehen jetzt hier easy peasy dieses Pack durch. Und wir ziehen nix. Und wir ziehen nix. Wow, Junge. Richtig krass. Einfach ein Glaciola Rainbow. Guckt euch das Ding an. Sau schöne Karte. Mega schöne Karte. Centering ist halt des Todes off. Aber hey, das ist eine Evolution in Rainbow.
Die ist mega. Gefrierblick und Frostprojektil. Yo, damit kann ich auf jeden Fall leben, würde ich sagen. Einfach eine Wall of Text, ey. Boom! Die Fähigkeit ist einfach da. Gefrierblick, ey. Sein Blick guckt einfach nur zum Text hin. Mega starker letzter Pull. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass wir heute nochmal eine Rainbow ziehen. Mega stark, ey. Also das war nochmal Last Pack Magic.